Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Review. Wie ihr schon vielleicht im Hintergrund sehen könnt, diesmal zu dem Star Wars Mod. Nicht Star Wars, ja, Spaß, nein. Star Wars Mod. Und ja, geht's jetzt auch schon gleich los? Ja, es geht gleich los. Wir fangen mal an, machen erstmal Tag, weil Tag ist besser als Nacht. So, also, erstmal zu den schönen aussehenden Fakten. Das sind die Kristalle, welche ihr für die Lichtschwerter braucht. Die Kraftrezepte werde ich euch verlinken, wenn es denn schon welche gäbe, da dieser Mod noch im Anfangsstadium steht, ich euch aber mal zeigen wollte. Und bei Weiß, fragt mich nicht, es geht keine Set bei Minecraft, also beschwert euch bei Mojang. Ja, also, was haben wir hier? Den weißen Kristall macht das weiße bzw. graue Lichtschwert. Mensch, hier, ach, Maus. Dann das schwarze Lichtschwert für den schwarzen, mit dem schwarzen Kristall das gelbe, mit dem gelben. Purple oder auch lila für das lila Lichtschwert. Blau fürs blaue, rot fürs rote, grün fürs grüne. Ja, dann gibt es die Erze. Es gibt Kupfererz, Silbererz, Titaniumerz und Aluminiumerz, obwohl die beiden Erze hier genau gleich aussehen. Dann gibt es irgendwelche Power Network, aber da ist noch die fehlende Textur, also noch im Endstadium Kupferkabel, Generator, PSU, was auch immer sein soll, und den Lichtschwert-Dock. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es für anderes, na, wie heißt das Menü? Ja, wo ihr hier im Starts, States, Achievements, gibt's neue Achievements? Ne, Achievements sind immer noch, warte, da stand Minecraft. Okay, warum auch immer Minecraft steht. Dann gibt es den Shop, wo ihr euch Home, coming soon, Weapons könnt ihr euch hier kaufen für irgendwas 22.500, was auch immer. Obwohl ich dazu sagen muss, dass diese Waffen noch nicht funktionieren. Es gibt schon Ammo und so, aber die funktionieren noch nicht. Also Ammo, hier wisst ihr, was ich meine, oder? Das Magazin, die Patronen und so. So, Items gibt es nur Bagdad Tank und Leaf. Ja, dann komme ich noch zum Menü. Mit E kommt man genau hin. Genau. Es gibt unter Items gibt es den Stein. Ja. Den ihr bestimmt für den Speer braucht. Dann gibt es den Bagdad-Tank. Der hilft. Macht Leben bestimmt. Dann gibt es das Segment-Kopper. Also Kupfer-Segment, Silber-Segment, Titanium-Segment und Aluminium-Segment. Dann gibt es die ausgedrehten Lichtschwerter, so gesagt. Doppellichtschwerter und so. Die Waffen. Hier, das sind die Waffen, aber die funktionieren noch nicht. Hier, Power Network, was auch immer das sein soll. Die ganzen Erze. Neuen Blöcke sind Sandblock, Mushroom gelb, Mushroom hell lila. Dann gibt es Schiffsmetall schwer, Schiffsmetall leicht, Endor-Blätter und Mustafa-Rock. Mustafa-Rock. Und die ganzen Lichtschwertern allen möglichen Farben. Bevor wir zu den Lichtschwertern kommen, traveln wir erstmal. Jetzt sind wir auf der Erde. Powers. Oh, gut, okay. Nein, Welten wollten wir. Tatooine. Auf zu Tatooine. Wenn es die Welt schon gibt. Landschaft wird geladen. Geladen. Machen wir mal Pause. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die Landschaft geladen ist. So, ja, parapapa. Die Welt ist auch für mich neu. Ich war hier, oh, hier geht's tief runter. Ich war hier noch nicht. An sich sieht die wirklich schön aus. Die, welche Welt sind wir überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, also erstmal hier. Das sind die NPCs. Die geben auch Töne von sich. Hört. Ja. Hier, der sieht komisch aus, aber geil. An sich sehr schön gebaut, muss ich sagen. Hier die kleinen Viecher da. Ja, dann hier der. Wird bestimmt was verkaufen. Ja, was gibt's denn hier noch? Hier die Zelte, ist bestimmt der Markt. Dann hier. Großer Palast mit Lava. Dann hier die Stormtroopers. Die hier rumstupsen und aufpassen. Wenn wir die natürlich schlagen, schießen die dann auf uns los und ich gehe dann mal lieber in Deckung.
Dann sterben wir noch. Können wir mal in die Inneneinrichtung schauen? Ich glaube, das ist eine ewig lange Stadt, oder? Könnt ihr mir dann schreiben an alle Star Wars-Fans? Hier ein Lichtbugs. Ah, Lichtbug behoben. Bett ist drinne. Spärliche Inneneinrichtung, so gesagt. Aber an sich sind die Welten hier sehr schön generiert. Ich weiß nicht, ist das eine Wüstenstadt oder so? Ach, denke mal, oder? Und da ist gerade einer gestorben. Also die Spawns für die komischen Teile sind noch nicht sehr ausgereift, aber an sich doch schon schön. Ja, endlose Stadt. Kann man hier die Kisten beklauen? Ja, schön. Und hier ist irgendwas. Oh, gut. Hacke, Hacke. Ach stimmt, hier fehlt auch das ganze Haus generiert. Fällt mir. Ah, ich will raus hier. Fällt mir gerade auf. Also noch ein bisschen buggy. Warum sind hier nur ich wollte gerade sagen, Schweinspitzhacken drinne. Ne, nur Stein. Ja, ist gut, ich will raus hier. Sind ein Opfer. Ein Opfer. Also lohnt sich doch ab und zu mal Kisten zu plündern. Da ist was drinne. So, was ist hier? Sind einer Kisten Apfel und zwei Kisten. Ja, gut. Jetzt ist auch die geklärt, was da drin ist in den Kisten. So, gut. Dann war's das mit der Welt. Tatooine und jetzt gehen wir nach Dagobah. Dagobah. Landschaft wird geladen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die fertig ist. So, Dagobah ist geladen und was begegnet uns gleich? Ein komisches, wirklich aussehendes Individuum. Dann hier so ein Drachenvogel. Ja, klopfen wir mal an, mal gucken, was die für Geräusche von sich geben. Also bis jetzt noch keine Geräusche implementiert oder wie es heißt. Eingelagert, hier gibt es Spinnenankro. Jetzt hör auf hier rumzufliegen. Gut, also es macht normal Sound, wie wenn man auch so normal was haut. Da war ein Erdhaus. Irgendwie finde ich, sehen die Bäume richtig cool aus. Hier brennt es sogar. Okay, das ist bestimmt das Spawn oder so. Und das Ding verfolgt uns also. Haben wir ein Haustier? Dann jetzt verpiss dich bitte. Hier findet ihr auch die komischen Pilze da. Die verschiedenen Formen. Das ist Eichenholz, alles so. Also an sich, wenn ihr, könnt ihr euch hier mit Monstern bekriegen. Lichtschwert. Nehmen wir mal, machen wir Game Mode 0. Ja, wir werden hier von diesen komischen Viech angegriffen. Und was uns auffällt, wir haben 100 Leben. Die heißen Aki Pipitero. Aki Pipitero. Und wir fallen aus der Welt. Oder? Oh, neues Stats. Warning, you are using unstable build of servos. This may lead to crash other bugs. Okay. Also, wir sind in dieser Welt nicht sehr freundlich willkommen. Seht ihr, da meine ich, okay. Wartet, Pause. Oh. Da wir gerade mal dabei sind, seht ihr hier das Anfangsmenü von diesem Star Wars Mod, eine abgebildete Weltkugel. Und dann müsst ihr eben dahin gehen und dann habt ihr das alles. Landschaft wird geladen. Geladen. Wir gehen jetzt in eine andere Welt, sonst sterben wir noch. Auf nach Endor. Angekommen in Endor macht sich der junge Padawan auf die Reise in den Riesenbäumen. Die sind aber wirklich riesig. Wie lange soll das dauern, bis du die abholst? Ey, das ist. Och ja, die kleinen süßen Bären. Ja, die sind niedlich. Wie er mich mit dem Steinchen haut. Ja, bist du süß. Ja. Und dort. Ja, Endor ist dann also die Welt mit den komischen Bären da. Hier, da ist der Bär. Ja, bist du süß. Ja, putzig. Scheiße, sterben gleich. Ah, nein. Von Ewok heißen die genau. Ewoks waren das genau. Ewoks. Also nicht wundern, es laggt nicht bei mir so, es laggt ist das Spiel. Es liegt nicht an mir. Und wir gehen mal wieder hin. So, fliegen wir mal hoch, um mal die Welt anzugucken.
Also, die ist, so gesagt, Bäumig. bäumig und von diesen kleinen süßen Ewoks, das ist der Ewok mit dem Sch ja, Schnauze, sind die Ewoks mit dem Stein. Und hier ist der Ewok mit dem Speer. Also, die verschießen Speere, die könnt ihr dann aufheben. Und die Speere könnt ihr mit Rechtsklick werfen. Stirbst. So wie Pfeile und alle. Und dolle Spann und wasch. Bam. So. Tot ist der Ewok. Und ja, dann finden wir noch ein Ewok-Haus. Nee, eigentlich nicht. Regnen tut's hier. Ja, was kann man noch zeigen? Diesen Mod eigentlich nichts Besonderes. Wir gehen mal wieder zurück in die auf die Erde, in die normale Welt. Und genau. Will ich das Spiel verarschen? Genau. Ja, das ist noch ein bisschen tricky, die Mod. Die ist noch nicht. Die ist auch noch nicht ausgereift. Ausgereift ist sie noch nicht, diese Mod. Schau, ich sollte. Was wollte ich machen? Powers. 0 Points, Upgrade, geht nicht. Ja, also, die ist noch buggy, wie ihr sehen könnt. Minecraft gecrashed. Öfters mal, wenn hier noch irgendwelche Bugs sind, die dann noch gefixt werden. Wenn Updates zu dir, hier seht ihr. Wenn noch Updates zu dieser neuen Mod vorauskommen. Installation ist ganz einfach, die kann ich. Die zeige ich euch nicht. Weil die ist wirklich einfach. Über Minecraft Version Changer braucht ihr einfach nur Forge-Doppelklick, Star Wars Mod-Doppelklick und dann passt das. Dann habt ihr das installiert mit Change Version und dann ist alles installiert. Aber ich glaube, es ist nicht Texture Pack kompatibel bis jetzt. Da startet euer Minecraft nicht. Also macht das mal Texture Packs raus. Texturenpakete, Texture Packs raus, weil das ist nicht gut. Das stört die so gesagt noch die Minecraft-Version und den Mod. Aber an sich ist es eine ganz witzige Mod. Erinnert auch stark an Minecraft. Ja, stark an Minecraft, genau. Stark an Star Wars mit den Mobs. Die Mobs sind am besten, weil die sehen wirklich aus wie die Star Wars Viecher, die da rumhüpfen. Vor allem die Stormtrooper und alles. Ja, Geräusche sind noch angepasst, bis auf die einigen Monster den komischen Sumpf da. Die sehen komisch aus. Fehlt der Yoda und noch und alles so. Werden bestimmt noch kommen. Ja, es gibt einen offiziellen Server, den war ich noch nicht drauf. Das könnt ihr dann mal selber ausprobieren. Und Yoda, sage ich auf Wiedersehen, verabschiede mich, holt euch die Mod, denn die ist lohnenswert. Und dann Daumen hoch, Daumen runter. Nicht. Sondern nur Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, teilt es mit euren Freunden, damit die diese coole Mod sehen. Fügt es euren Favoriten hinzu, dass immer mehr Leute dieses Video sehen und somit auch die Mod. Und ja, wenn es euch riecht und wenn, könnt ihr dann auch noch ein Abo dalassen. Und dann bis zum nächsten Mal mit eurem The Only Gamer HD.